Im Alter von ungefähr 12 Jahren habe ich unglaublich starkes Interesse für Schauspielerei entwickelt. Ich habe mir damals zum Geburtstag und zu Weihnachten Schauspielunterricht von meinen Eltern gewünscht, habe verschiedene Schauspielworkshops besucht, bis ich irgendwann im Alter von 16 Jahren meine erste größere Rolle tatsächlich in einer Fernsehserie für Kinder und Jugendliche bekommen habe. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass jetzt, wo ich Schauspielern musste und diese Dienstleistung des Schauspielerns erbringe, auf einmal fühlt es sich nicht mehr an wie ein Hobby, sondern auf einmal beginnt es sich anzufühlen wie Arbeit. Und dieser innere Drang, irgendwann mal beruflich Schauspieler zu werden, war gar nicht mehr so hoch, wie das vorher der Fall war. Und vielleicht hast du etwas Ähnliches in Bezug auf dein Studium erlebt. Du hast in deiner Schulzeit irgendwann mal dieses eine Thema gehabt, das dich unglaublich interessiert hat. Du wolltest von selbst aus dich mit diesem Thema auseinandersetzen und hast dann irgendwann logischerweise den Schluss draus gezogen, dass es Sinn macht, dich auf dieses Fach zu spezialisieren und irgendwann zu studieren. Bis du irgendwann gemerkt hast, jetzt, wo du dich mit diesem Thema auseinandersetzen musst und du klar vorgegebene Themen hast, mit denen du dich auseinandersetzen musst, auf einmal beginnt dieses gleiche Thema auf einmal weniger Spaß zu machen, dich weniger zu interessieren, als es vielleicht vorher der Fall war. Warum ist es so? In der Psychologie bezeichnet man diesen Effekt als Overjustification-Effekt oder auch Überrechtfertigungseffekt. Der Überrechtfertigungseffekt bezeichnet das Phänomen, dass wenn Menschen für eine Aktivität, die für sie eigentlich ohnehin schon angenehm ist, äußerlich motiviert werden, sie im Anschluss einen Interessensverlust für diese Aktivität zeigen. Eine Theorie, die sich damit auseinandersetzt, warum es zu diesem Interessensverlust kommt, ist die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deasy. Ryan und Deasy gehen grundsätzlich davon aus, dass wir zwei unterschiedliche Arten von Motivation haben. Die eine, die komplett selbstbestimmt ist, und die andere, die komplett fremdbestimmt ist. Da redet man dann von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation, eben die Handlungen, die aus einem eigenen Interesse, aus eigenen Werten, aus Spaß an der Sache, um der Sache selbst willen heraus geschehen, und fremdbestimmt, extrinsisch motiviertes Verhalten, das wir machen, um eine Belohnung dafür zu bekommen, um ein Ziel zu erreichen. Und hier kann es nochmal unterschiedliche Abstufungen geben, Sachen, die ich wirklich nur tue, weil ich zum Beispiel Geld dafür bekomme, und Sachen, wo ich vom Ziel überzeugt bin, aber die Sache selbst jetzt nicht sonderlich angenehm finde. Und es konnte gefunden werden, dass intrinsisch motiviertes Verhalten zum einen extrem gesundheitsförderlich ist, also sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit profitiert davon, wenn wir häufiger intrinsisch motiviertes Verhalten ausführen, aber auch, dass wir eine höhere Leistungsbereitschaft und eine höhere Leistungsfähigkeit zeigen, dass wir eine höhere Kreativität zeigen. Das heißt, an sich ist es für uns auf jeden Fall erstrebenswert, dass wir häufiger diese intrinsisch motivierten Verhaltensweisen zeigen. Die Herausforderung ist jetzt allerdings, dass dieses intrinsisch motivierte Verhalten auch extrinsisch motiviert werden kann. Und das konnte unter anderem auch in dieser Studie in einer Grundschule gezeigt werden. Hier wurde während der Einführungsphase erstmal von Wissenschaftlern gemessen, wie viel Zeit Schüler in einer Grundschule sich mit einem bestimmten Mathematikspiel beschäftigt haben. In der zweiten Phase wurden die Schüler dann belohnt dafür, dass sie sich mit diesem Spiel befasst haben. Hier sieht man auch, dass die Kinder dann sich mehr mit diesem Programm auseinandergesetzt haben. In der dritten Phase dann allerdings, als es dann keine Belohnung mehr gab, dann ging die Motivation extrem herab. Die Kinder haben noch weniger mit diesem Spiel gespielt als in der Anfangsphase, wo sie auch keine Belohnung dafür bekommen haben. Und das deutet darauf hin, dass eben diese extrinsische Motivation durch Belohnung dafür sorgen kann, dass das intrinsische Interesse an einer Aktivität runtergeht. Das heißt, wenn ich im Studium mein Interesse für bestimmte Themen verliere, dann muss es nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass ich dazu vorbestimmt bin, dieses Thema uninteressant zu finden, oder dass es am Thema an sich liegt, dass es dieses Thema wirklich langweilig ist, oder noch schlimmer, dass ich im falschen Studiengang gelandet bin. Muss mit all diesen Sachen nichts zu tun haben, sondern kann allein daran liegen, dass ich mich durch diesen Kontext der Universität mich dazu gezwungen fühle, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und durch diesen gefühlten Zwang ich mich weniger motiviert fühle. Jetzt stellt sich die Frage, wir können
wenig am Notensystem oder an den universitären Strukturen an sich ändern. Wie können wir trotzdem dafür sorgen, dass wir ein Stück weit unsere Motivation für unser eigentlich interessantes Fach zurückgewinnen können? Ryan und Deasy gehen davon aus, dass wir Menschen drei grundsätzliche Grundbedürfnisse haben: soziale Eingebundenheit, Kompetenz und Autonomie. Und wenn diese Motive erfüllt werden, dann sorgt es dafür, dass eine Handlung intrinsisch motiviert ist und weniger extrinsisch motiviert. Und gerade beim Overjustification-Effekt spielt das Bedürfnis nach Autonomie eine große Rolle, weil eben hier genau dieses Bedürfnis nach Autonomie untergraben wird. Ja, ich fühle mich in der Klausurenphase zum Beispiel ja in meiner Autonomie beraubt, weil ich mich jetzt hinsetzen muss und tatsächlich lernen muss für dieses spezifische Thema und dieses spezifische Fach. Und dadurch bin ich nicht mehr autonom, bin ich nicht mehr selbstbestimmt und fühle mich ja dadurch nicht intrinsisch motiviert für diese Handlung. Das heißt, die Ansätze, um wieder ein Stück weit unsere Motivation zurückzugewinnen, die setzen genau da an, dass wir unsere wahrgenommene Autonomie wieder erhöhen können. Und der erste Tipp, den ich hier jetzt für dich habe, ist, dass du beim Lernen die Themen eigenständig explorierst. Das heißt, dass du beispielsweise dir am Anfang des Lernens die Frage stellst, was an diesem Thema interessiert mich persönlich eigentlich wirklich, und dadurch ein Stück weit dich von deiner Neugier leiten lässt durch diese Themen und weniger mit dem Mindset unterwegs bist, ich lasse mich jetzt von meinem Dozenten, von meinem Prof durch diese Themen durchführen, sondern exploriere eigenständig. Und da darf ich mich auch mal ein Stück weit stärker auf ein Thema fokussieren, das mich vermehrt interessiert. Und Themen, die mich nicht so stark interessieren, kommen ein Stück weit auch kürzer, was auch mal in Ordnung ist, wenn du dafür ein stärkeres Interesse, eine stärkere Neugier und mehr Spaß an der Sache hast. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du Eigeninitiative ergreifst dort, wo es möglich ist. Das heißt, dass du zum Beispiel in einem Seminar, wo bestimmte Referatsthemen vielleicht vorgegeben sind, trotzdem fragst, ist es vielleicht möglich, dass du über dieses spezifische Thema hältst? Und aber auch, dass du außerhalb von universitären Veranstaltungen Eigeninitiative ergreifst, indem du zum Beispiel ein Projekt startest, indem du einen Club gründest, indem du anfängst, ein Buch zu schreiben, Videos zu drehen, Podcast aufzunehmen, was auch immer, um eben aus Eigeninitiative heraus dich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und dadurch auch dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit wahrnehmen kannst. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du Situationen aufsuchst, in denen du eine gewisse Wahlfreiheit hast. Das heißt, dass du beispielsweise auch hier Seminare raussuchst, in denen vielleicht nicht klar vorgegeben ist, den und den Text musst du lesen, sondern dass du bewusst darauf schaust, welche Dozenten sind flexibel, welche Dozenten lassen einem ein Stück weit mehr Freiheit, worüber man im Seminar die Arbeit schreibt, das Referat hält und so weiter und so fort, und dadurch eben auch eine höhere Autonomie besteht und du eine höhere intrinsische Motivation dadurch erleben kannst. Und der vierte und letzte Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du eine sinnvolle Begründung entwickelst, warum dieses Thema für dich persönlich von Relevanz ist. Das heißt, du fängst damit an, dir die Frage zu stellen, wofür kann ich dieses Wissen womöglich später mal gebrauchen? Warum ist es sinnvoll, dass ich das lerne? Und was ist womöglich der Hintergedanke vom Dozenten, vom Professor, von der Curricularkommission, dass sie genau dieses Thema hier reingepackt haben? Weil irgendwas werden sie sich dabei wahrscheinlich gedacht haben. Und dadurch, dass du dir dessen bewusst wirst, warum dieses Thema wichtig ist, warum dieses Thema auch für dich persönlich von Relevanz ist, dadurch kannst du diese eigentlich extern vorgegebenen Lernziele ein Stück weit integrieren und dadurch eine höhere intrinsische Motivation dann auch wahrnehmen in diesem Kontext. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Falls hier was Interessantes, Spannendes für dich dabei war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Außerdem würde mich interessieren, welche Erfahrungen hast du vielleicht mit diesem Overjustification, mit diesem Überrechtfertigungseffekt gemacht? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, servus.